Hallo liebe Schüler der Janusz-Korczak-Schule, ich bin Franka Perschen, manche von euch kennen mich schon, wir haben schon manche Projekte zusammen gemacht hier im Artmuseum Bahnhof Rolandseck oder auch tatsächlich Anfang des Jahres in Brühl im Max-Ernst-Museum. Normalerweise seid ihr, oder beziehungsweise eigentlich jetzt im Moment eine andere Klasse von euch, hier jeden Mittwoch bei uns im Artmuseum zur AG. Jetzt kann das leider nicht sein, was sehr schade ist. Weil ihr in der Schule zwar wieder seid, aber lange zu Hause sein musstet. Ich war auch lange zu Hause und konnte nicht ins Museum gehen, aber jetzt hat es wieder geöffnet. Und die Frau Kummes und ich, wir haben uns überlegt, dass wir die AG weitermachen. Dass wir die weitermachen, so dass ihr ein bisschen was von uns mitbekommt und auf der anderen Seite aber auch selber Dinge machen könnt, kreativ sein könnt und wir so in Kontakt bleiben und mal so ein bisschen den Horizont Richtung Rolandseck erweitern. Wir haben uns gedacht, dass wir einen Workshop mit euch machen, der sich mit einer besonderen Ausstellung beschäftigt, nämlich mit der Ausstellung von Jonas Burgert, Sinnfrist. Und in der Ausstellung, in einem Teil davon, stehe ich gerade nur in einem Raum, und zwar in dem Raum mit den Porträts. Und wenn ihr euch wundert, dass das so ein bisschen komisch aussieht, dann kommt das daher, dass wir auch gleichzeitig wieder mit euch natürlich mal wieder, ihr kennt das schon, ein einmaliges erstes Experiment machen. Nämlich, wir filmen dieses Video jetzt hier gerade mit einer 360-Grad-Kamera. Das bedeutet, dass ihr euch in der Zeit, wo ich hier euch zutexte, könnt ihr euch bewegen im Raum, indem ihr entweder mit dem Finger oder mit der Maus das Bild bewegt auf dem Bildschirm. Und das bedeutet aber auch für euch, dass ihr direkt mit hier seid, mit mir hier drin. Ich bin also eigentlich gar nicht alleine. Das finde ich ziemlich cool. Und wir werden halt jetzt im ersten Teil der AG uns mit den Porträts von Jonas Burgert beschäftigen. Und der Jonas Burgert, das ist ein Maler, der kommt aus Berlin. Der malt eigentlich riesengroße Formate, aber die kommen später. Aber auch diese besonderen Porträts. Und diese Porträts, das sind eigentlich keine realen Menschen, sondern Menschen, die sich so durch alle möglichen Leute, die er sieht, in seinem Kopf so zusammenformen. Und dann malt er die und die Besonderheit an denen sind tatsächlich ihr Blick, aber auch die Atmosphäre, die in den Bildern stattfindet. Weil da auf einmal Dinge auftauchen, wo wir denken, das nehmen wir ja jetzt nicht so mit auf die Straße, so geht ja keiner raus, sondern das ist irgendwas, was vielleicht aus ihrem Kopf an Gedanken oder an Ideen in dieses Bild mit reinkommen. Und wir beschäftigen uns als erstes mit einem Bild, das ist auch das Titelbild der Ausstellung, nämlich das Porträt mit dem Titel Sinnfrist. Und das seht ihr jetzt gerade hier. Und ihr könnt euch das genau schon mal anschauen. Und zudem wird es dann im nächsten Schritt von mir ein kleines Video geben, was nur das Bild für euch zeigt, mit so ein paar kleinen Aufgaben. Dass ihr euch das mal genau anschaut, dass ihr überlegt, was ist da überhaupt alles drin zu sehen? Wie schaut die Person? Was denkt die vielleicht gerade? Schaut die mich an? Schaut die jemand anders an? Was hat die da eigentlich alles so auf dem Kopf? Und was bedeutet das vielleicht? Plus auch den nächsten Schritt. Vielleicht habt ihr Lust, euch auch mal so zu verkleiden, euch mal so zu inszenieren. Aber das machen wir quasi in unserer ersten AG-Einheit. Dazu schicke ich euch ein extra Video. Wir machen eine Blogseite auf, oder wir haben die jetzt, wenn ihr das seht, schon aufgemacht, auf der ihr all die Sachen sehen könnt. Und dann aber auch selbst eure Ergebnisse reinschreiben könnt, Sachen malen könnt, fotografieren könnt und das hochladen. Können wir das rausschneiden gleich? Wir machen einen Blog, auf dem all die Sachen hier zu finden sind, wo wir interaktiv miteinander kommunizieren, wo wir diese AG zusammen starten. Und ihr seht einfach einmal das Video, was ich hier mache, plus auch andere Videos und die Ideen dazu, was ihr machen könntet. Und ihr könnt aber eure Ideen, eure fertigen Ergebnisse da reinschreiben. Ihr könnt sie fotografieren, Bilder, die ihr gemacht habt. Ihr könnt euch selbst vielleicht, wenn ihr euch inszeniert, fotografieren und das da hochladen. Das ist ein geschützter Blog, das ist nicht öffentlich, das ist nur für uns als AG zu sehen. Also, ich bin gespannt auf unsere gemeinsame Kunstreise hier in Rolandseck und in Sinzig, wie wir das hinkriegen, und freue mich schon total darauf. Und ja, dann starten wir einfach mal.